Herzlich willkommen zur dritten Episode des Zeugen Sumias Videoblogs. Heute drehen wir zu einer etwas gemütlicheren Uhrzeit. Wie ihr sehen könnt, haben wir wenig Licht hier. Es ist alles künstlich. Es ist kurz vor 10 und Grund dafür ist der, dass ich auch heute wieder eine Kleinigkeit mit euch zusammen auspacken möchte. Wir entwickeln uns ja langsam ein bisschen zu Unbox-Technik-Blog, aber ich hoffe, ihr habt kein Problem mit Technik. Und zwar komme ich gerade aus dem Saturn, wo ich endlich nach wochenlanger Suche meinen neuen Kühlschrank bestellt habe. Und wenn man was in der Sektion 140 Kilo Kühlschränke kauft, gibt es gerne mal noch was dazu. Und das möchte ich heute zusammen mit euch auspacken. Es geht um die Philips Hue LED Lampen. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Prinzipiell macht Philips ja diese gemütlichen Stimmungslichter, die ich hier prinzipiell auch überall schon in der Wohnung verbaut habe. So sieht das Vorgängermodell aus. Ist ein entsprechender LED-Kranz drin, mit dem man halt bis zu 16 Millionen Farben darstellen kann. Dazu gibt es ein kleines Verbindungsrädchen mit den Farbmustern, da kannst du so ein bisschen drehen, Kontrast und Helligkeit einstellen und dann gibt es der Wohnung ein entsprechendes Farbambiente. Braucht man sowas? Nicht unbedingt, aber für mich ist es halt wirklich ein Mehrwert. Ich finde es halt super, in eine Wohnung zu kommen, wo gemütliches Licht ist, bei diesen Lichtmusik zu hören, mit Freunden zu sitzen, mal was zu trinken, das ist einfach, dieses Ambiente, das macht bessere Stimmung, das gefällt mir einfach. Insofern ist nichts, was man sich kaufen muss, aber hey, wenn es gefällt, der kauft es. Insofern, ja, was ist neu an denen? Das sind die Blom, so nennen die sich, so nennt sich dieses Modell. Was macht das Ganze so cool? Statt diesen lästigen Fernbedienungen läuft das Ganze jetzt über eine entsprechende App, die ich hier schon auf dem Handy drauf habe. Ich habe das Ganze auch in den Deckenlampen drin, was aktuell leuchtet, ist tatsächlich so eine Hue-Lampe. Die sind also mit 200 Lumen, kommen die glaube ich daher, gar nicht mal so dunkel. Das reicht zumindest für Aufnahmen auf nähere Distanz. Und ich packe jetzt hier einfach mal die neue Generation aus, denn es ist natürlich sinnvoll, das vielleicht auf die Dauer mal komplett in das Netzwerk einzubauen, damit man diese Lampen los ist. Und so, ich packe es hier gerade mal aus, sieht das Ding dann aus. So, Karton ist leer. Alles, was wir brauchen, ist hier drin. Das neue Modell gibt es aktuell ausschließlich in Weiß. Ist eine ganze Nummer kleiner natürlich, wenn wir das jetzt mal hier vergleichen mit dem, ohne dass ich sie runterschmeiße. Vorgängermodell. Ich weiß nicht, wie stark die Helligkeit hier abnimmt dadurch. Vereinzelt hieß es auch, dass die Farben nicht mehr so kräftig wirken sollen. Es ist also noch nicht geklärt, ob ich das behalten werde, aber dafür testen wir das ja jetzt. Ich kämpfe gerade ein bisschen mit dem Karton, weil hier irgendwo muss auch ein Netzteil logischerweise drin sein. Da haben wir es. Ja, genau. Also man sieht in den Videos immer mal ganz gerne nicht diese Netzteile. Die müssen natürlich trotzdem ran, auch wenn Philips die ganz gerne mal versteckt. Ja, ist schon ein ganz schöner Klopper, muss ich sagen. Aber da ist wahrscheinlich auch die Funktechnik mit drin verbaut. Die ist halt nicht unbedingt hier mit drin, weil das relativ flach ist wiederum vom Design. Sondern wenn ich mir das Netzteil anschaue, wird es wahrscheinlich hier drin stecken. Genau, die Bridge, die man dafür braucht, um die Dinger fernzubedienen, die läuft drüben schon, weil wie gesagt die Deckenlampen daherkommen mit diesen Hue LED-Lampen. Das heißt, ich stecke die jetzt einfach mal optional mit ein und wir gucken, wie das ausfällt. Ich bin mal kurz unter dem Schreibtisch. So, nun haben wir das Prachtstück angesteckt und es ist auch schon ziemlich hell. Ihr könnt es sehen, okay, wir sind jetzt ziemlich nah dran. Aber so unbedingt tiefdunkel sind die jetzt nicht. Die Leuchtkraft ist ziemlich in Ordnung, was ich jetzt auf die Schnelle sehen kann. Natürlich müssen wir gleich eine weiße Fläche damit anstrahlen, dafür sind sie eigentlich gedacht. Wir haben hier hinter meinem Monitor ja eine schöne kahle Stelle, von der ich erzählt habe. Und da werden wir es gleich mal ausprobieren. Erstmal gucke ich, ob meine App die Dinger finden konnte, beziehungsweise erstmal die eine neue. Prinzipiell ist das relativ simpel. Man hat hier die entsprechende Gratis-App im Android Play Store. Und wenn man nicht so viele Apps drauf hätte, würde man sie auch finden. Da. So sieht das Ganze aus. Es lädt gerade. Und die Bridge ist connected. Und wir gucken gleich mal bei den Lampen. So, Bridge finden, meine Lampen.
Jetzt füge ich die neue Lampe hinzu. Er ist auf der Suche. Und hier habe ich jetzt einen vierten Eintrag, noch umbenannt, eine neue Living Color Lampe, so nennen sich die ganzen Geschichten. Und die will ich jetzt mal aus. Hier, ich weiß gar nicht, hat man es gesehen? Die flackt im Hintergrund ein bisschen als Zeichen dafür, dass ich auch wirklich die ausgewählt habe. So, und wie ihr seht, ich habe jetzt hier auf dem Handy eine zusätzliche Ziffer für meine vierte Lampe und habe hier so eine Farbskala. Auf der kann ich dann fröhlich diese Lampe umherbewegen. Und ihr seht schon, sie nimmt auch in Echtzeit die entsprechende Farbe an. Hier haben wir zum Beispiel jetzt Rot, genau. Dann gehen wir mal in kein Kontextmenü hier ins Grüne rein. Schwupp. Das sieht gut aus. Das war nämlich meine entscheidende Frage. Es hieß öfter mal in den Rezensionen der größeren Lampen, dass die nicht so farbintensiv sind und die Farben relativ hell dargestellt werden. Das ist richtig, muss ich sagen. Grün ist halt bei diesen Hue-Deckenlampen wirklich nicht grün, sondern mehr so, ja, Limettengrün, relativ hell halt. Wie soll ich es beschreiben? Also sehr ausgewaschen, sage ich mal. Also grün ist nicht tiefes Grasgrün, sondern sehr helles Grün. Und man kriegt das auch nicht groß eingestellt. Es fällt wirklich sehr hell aus. Rot ist so wirklich rot. Blau auch, aber so ein paar Töne, da tut er sich wirklich schwer, scheinbar durch das Mischen der Töne, dass die insgesamt nicht sehr farbecht und verblasst wirken. Scheint hier erstmal nicht, das sieht wesentlich grüner aus als das, was ich auf der Deckenlampe habe. Das ist jetzt Türkis, wir nehmen jetzt hier mal das tiefe Blau, das sieht halt auch wirklich nach Blau aus. Ja, aber interessant wird es jetzt erst, wenn wir die anderen Lichtquellen ausmachen, das ist jetzt nämlich der nächste Step. Okay, wie ihr seht, habe ich jetzt einfach mal das komplette Licht ausgemacht. Man sieht nur ein bisschen mein Gesicht hier durch die App. Buhu. Ich fange jetzt einfach mal mit der Deckenlampe an, damit ihr einfach mal den Vergleich habt. So, das ist jetzt vermeintlich satte Grün. Das ist also wirklich in diesem Spektrum an grünster, sage ich mal, Stelle. Und ja, es ist halt grün, okay, aber sehr verblasst. Also als wenn man beim Tuschkasten ein bisschen zu viel Wasser genommen hat, so sieht das aus. Und gut, für eine Deckenlampe ist es okay. Ich meine, Deckenlampe benutzt man doch in erster Linie mit natürlichem Licht. Mache ich einfach auch mal. Ich bewege jetzt die drei quasi von diesem Farbspektrum. Das geht nämlich auch total super. Hier in diesem natürlichen Farbbereich. Also hier haben wir warme und kalte Farben. Und das ist jetzt so ziemlich in der Mitte. Ich nehme mal die höchste Helligkeit. Das ist jetzt relativ warm hier. Wir nehmen auch beispielsweise mal kalt. Ihr seht sofort den Unterschied. Also das ist ähnlich wie beim Fernseher. Man kann es total einstellen, wie man es haben möchte. Und das wäre jetzt so, zu weit unten, die normale Helligkeit der Lampe. Ja, zum allerfeinsten sauber machen, um jeden kleinsten Fleck zu sehen, reicht sie jetzt vielleicht nicht. Aber ich finde, sie reicht vollkommen aus, um ein Zimmer ganz normal auszuleuchten, weil ich auch überhaupt nicht ein Fan von diesem extrem grellen Licht bin. Das ist gemütlich, das lässt sich jetzt hier entsprechend auch schön noch dimmen, so wie man es halt braucht. Gerade wenn man fern sieht, als Hintergrundbeleuchtung, da muss ja auch nicht immer das Festlicht an sein, lässt sich das halt hier stufenlos einstellen und das total bequem über diese Handy-App alles, wie gesagt. Und zum Vergleich, ich nehme jetzt hier nochmal das Grün. Schalte ich jetzt mal unsere neue Blom dazu, die sich ebenfalls jetzt hier im grünen Bereich befindet. Man kann sogar zwei Lampen übereinander ziehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann nehmen die beide den exakt gleichen Farbton an, wenn man halt sicherstellen will, dass man überall das gleiche hat. So, hier sieht das Grün also schon mal deutlich anders aus. Ich mache zum Vergleich nochmal das hier aus. Ja, das blendet leider ein bisschen stark in die Kamera, deshalb gehe ich einfach mal so nach hinten. Also ihr seht schon an meinem Monitor beispielsweise, das ist halt ein Grün, ne? Und das ist auch ein kräftiges Grün. Wir testen es gleich nochmal auf der weißen Wand, aber hier ist schon mal ein deutlicher Unterschied zu sehen. Ich baue das kurz um, dann sehen wir uns das nochmal an der Tapete an, wo das Licht eigentlich hingehört, damit ihr einen Eindruck gewinnt, wie stark das beleuchtet. Moment. Okay, ich habe das Ganze jetzt mal hinten auf meiner Bassröhre platziert, hinter dem Monitor, so wie man es im Alltag vielleicht auch machen würde. Sprich, man hat einen Monitor, man will nicht ganz im kontrastarmen
Dunklen davor sitzen und nur beleuchtet werden. Man macht sich ein bisschen indirektes Hintergrundlicht, so wie hier. Jetzt beispielsweise in der bis dato kritischen Farbe Grün, was wirklich gut aussieht. Ich mache jetzt hier mal kurz das normale Licht aus, damit ihr mal sehen könnt. Also das ist wirklich ein Grün, muss ich sagen. Das ist tiefes Grün, so wie ich es mag. Grün ist meine Lieblingsfarbe, deshalb lege ich so gerade so viel Wert auf das Grün. Und das ist auf jeden Fall ein Teil, das behalte ich. Also ich habe gesagt, wenn das Grün bei den Akzentlichtern auch so nicht so stark wirkt wie bei den Deckenlampen. Bei Deckenlampen geht das immer noch, die haben einen anderen Zweck. Hätte ich das Ding umgetauscht. Aber das ist wirklich ein Grün, wie ich es haben will. Also das wird auf jeden Fall hier seinen Weg ins Netzwerk finden und auch hier bleiben. Ihr habt jetzt in etwa gesehen, was man mit den Dingern alles anstellen kann. Ihr bindet die in euer Netzwerk ein. Ich müsste jetzt lügen, es gehen über 30 Lampen auf jeden Fall. So viel muss man erstmal unterbringen in einer Privatwohnung, die sich jetzt hier mit einer einzigen App steuern lassen. Ihr habt quasi ganz viele kleine Pünktchen dann auf eurer Farbskala. Ihr könnt den ganzen auch Namen nehmen und die könnt ihr dann wunderbar einfach durch die Gegend verschieben. Ihr könnt quasi eigene Bilder in die App laden mit bestimmten Farbpaletten oder sogar Bildern, die ihr schon vorbereitet habt. Das mit den Bildern finde ich ein bisschen eine Spielerei. Also stellt euch vor, ihr habt jetzt gerade ein Bild vom Strand mit Meer und Sand. Und je nachdem, wo die Punkte sind, habt ihr dann halt Sandfarben oder Meeresfarben, Himmelsfarben, dass man quasi versucht, das Ambiente dieses Bildes auf eine ganze Wohnung zu übertragen. Ja, wer es braucht. Also ich habe lieber diese komplette Farbskala mit allen Farbtönen und stelle mir dann einfach gerade ein, was ich brauche. Was kann man noch Cooles mit der App machen? Die App hat GPS, das heißt, wenn ihr beispielsweise die Lampen nicht komplett ausmacht, über einen Lichtschalter kann man die ja komplett ausmachen oder man macht sie halt einfach nur über die App aus und die kommt in die Nähe eurer Wohnung, gehen die Dinger zum Beispiel von alleine an. Total faszinierend. Ihr könnt dabei coolerweise sagen, geh erst nach so und so viel Uhr an, also nicht, wenn ihr nachmittags vom Einkaufen kommt, sondern wirklich erst, wenn ihr abends, so wie ich, 0 Uhr nach Hause kommt oder 0 Uhr Feierabend habt, dann 0.30 Uhr hier seid. Ihr kommt rein, die Dinger fahren langsam hoch in euren Lieblingsfarben, ist einfach mal total super. Genau, all so eine Spielereien sind möglich. Eine coole Sache gibt es aber noch, die man den Hues vielleicht nicht auf Anhieb zutraut. Und die möchte ich einfach trotzdem mal visualisieren. Ihr braucht dafür noch eine kleine Extra-App, die ist nicht von Philips. Die kriegt ihr auch aber im App-Shop. Ich glaube, 2 Euro noch was hat sie gekostet. War die Investition aber auf jeden Fall wert. Dazu muss ich mal kurz Musik ändern. Brauchen wir ein bisschen was Lebendigeres. Und ich nehme noch die Deckenlampe dazu, damit es ein bisschen cooler kommt. Wechsle jetzt kurz in die andere App, von der ich sprach. Und die nennt sich Hue Disco. Und was man damit machen kann, ihr könnt es euch ein bisschen denken. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den Fluter weg. Und mein Telefon hier, das horcht jetzt auf die Musik. Lautsprecher hier. Und visualisiert jetzt entsprechend der Töne, die kommen, der Höhen und Tiefen, weiß ich nicht genau wie. Aber ihr seht die entsprechende Stimmungsvisualisierung quasi. Die Sensibilität lässt sich einstellen. Und ich muss sagen, das ist einfach mal für kleinere Partys oder Abende, wo man mit den Leuten sitzt, ein super cooler Effekt, wenn man auf einmal die Anlage aufdreht und dann einfach mal das Handy davor legt. Ich lasse das Ganze jetzt noch ein bisschen auf euch wirken und mit dieser Action verabschiede ich mich dann vorerst. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche, wenn dann irgendwann der Kühlschrank auftaucht. Bis dato noch ein bisschen Musik, noch ein bisschen Licht und viel Spaß damit.